Was geht ab? Was geht down? Leute, herzlich willkommen. Neues Eternal Evolution Video. Und ich wollte mal so eine kleine Beginner-Series starten. So 5-6 Videos raushauen für Beginner. Und wir fangen heute mal an mit den 5 besten Starter-Tipps. Wenn ihr das Spiel gerade startet und die erste das Tutorial gemacht habt, dann kommt bei euch hier irgendwo in dem Bereich die Grand Ceremony. Da versucht ihr so viele Punkte wie möglich zu machen. Ihr pusht die Kampagne natürlich so weit, wie ihr immer könnt, Leute. Ihr werdet sehr viele Diamanten ETC in der ersten Woche bekommen. Und einer der wichtigsten Tipps meiner Meinung nach dadurch für die erste Woche ist, für die Grand Ceremony kriegt ihr für jeden Diamanten, den ihr spendet, Punkte. Deswegen ist unser Plan hier in die Basic Summons reinzugehen, und wenn ihr keine von diesen Karten habt, könnt ihr hier für 2700 Diamanten 10 Recruits durchführen. Ich gucke mal, ob ich irgendwo einen Account habe, wo ich das machen kann, und zeige euch das. So, hier bei diesem Account könnt ihr das sehen, das kostet 2700 Diamonds, kann man 10 Rekrutierungen machen. Das macht ihr einfach die ganze Zeit in Woche 1, haut ihr auf jeden Fall immer Diamanten raus, die ihr übrig habt. Und nach Woche 1 fangt ihr dann an zu sparen und ihr behaltet euch dann immer so 20.000 bis 50.000 Diamanten auf der hohen Kante. Weil es kommen öfters mal Tage, wo ihr oft rote Runen oder ähnliches aus dem Wasteland Shop kaufen könnt. Das sollt ihr auf jeden Fall jedes Mal machen, wenn ihr das Wasteland macht. Und das, ich habe jetzt hier einen Standard-Account und das sweept, dann könnt ihr da rote Runen kaufen, die kauft ihr auf jeden Fall. Ich switch mal wieder den Account um hier, das ist ganz neu, den ich kurz eben für euch gemacht habe. Ihr seht jetzt hier quasi gerade meinen Wasteland-Shop von heute. Hier sind gelbe Runen drin, bei mir jetzt. Klar, ihr kauft die am Anfang auch die gelben Runen, wenn ihr habt, die sind sehr wichtig. Die gelben und die roten Runen kauft ihr immer. Genauso wie ihr hier im Shop euch am Anfang immer diese roten Rubine kauft, die sind sehr wichtig, die kauft ihr immer. Dann kauft ihr euch hier auch, das sind lilane, könnt ihr euch kaufen, gibt es hier auch rote. Ihr refresht den Shop, den könnt ihr, glaube ich, dreimal oder so am Tag refreshen. Das refresht ihr auch immer. Ihr ballert in Woche 1 einfach Diamanten raus, Leute. Ihr habt Diamanten, ihr schmeißt die wieder raus. Income, Outcome, bam, 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 die ganze Zeit, okay? Merkt euch das, das ist meiner Meinung nach wichtig, dass ihr am Anfang einen guten Boost bekommt. Dann gibt es immer auch solche Sachen wie hier 2 Stunden Hero XP oder Soul Ruby Lights. Benutzt es, Leute, wenn ihr in der Kampagne stuck seid. So kommt ihr dann immer wieder kontinuierlich weiter und kriegt sowieso mehr Income. Ja, es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, sich das aufzusparen. Das auch auf jeden Fall benutzen. Dann kommen wir mal auf die Dungeons hier. Zum Beispiel Lost Valley, hier habt ihr am Anfang die Dungeons, die Grunddungeons, sag ich mal. Die anderen kriegt ihr erst viel später, sag ich mal, freigeschaltet. Hier könnt ihr auch Stamina kaufen. Ihr seht, ich habe das jetzt schon gekauft. Kauft euch am Tag 4 bis 5 Staminas, also 4 bis 5 von den Teilen für Diamanten. Spart euch diese auf, bis ihr an dem Punkt seid, wo ihr dieser Caves Stufe 10, also Level 10 schaffen könnt. Wenn ihr an dem Punkt angelangt seid, dann habt ihr, was weiß ich, schon bestimmt über 100 Stamina angesammelt. Und dann fangt ihr an, diese zu investieren und euch Legendary Equipment zu farmen. Das ist das höchste Equipment, was man haben kann. Das spielt man bis jetzt immer noch. Dann verschwendet ihr hier keine Staminas. Wenn ihr zum Beispiel Kampf 5 farmt, dann habt ihr vielleicht kurz gelbes Gear. Zack, dann kriegt ihr auf einmal schon rotes Gear, dann ist das gelbe schon useless. Und wenn ihr bis Level 10 wartet, könnt ihr halt Gear bekommen, was ihr für immer behalten werdet. Ihr könnt dann schon so gesehen direkt das beste Gear bekommen, was man bekommen kann. So, nächste Tipps. Wir kommen mal zum Ancient Altar ganz kurz. Da mache ich auch nochmal ein spezielleres Video, glaube ich, zu. Aber ein wichtiger Tipp, den ich euch hier geben muss. Das ist, einmal könnt ihr 5 Tickets in einer Woche benutzen. Ihr seht, hier oben hat man 5 Tickets. Und ihr seid am Anfang bei Novice, ja. Macht den Altar immer am besten am Sonntag. Der resettet sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Deswegen macht ihr ihn irgendwann am Sonntag. Aus folgendem Grund: euer Account progressiert die ganze Woche. Und dann seid ihr am Sonntag quasi am stärksten. Und wenn ihr am stärksten seid, könnt ihr am meisten Damage hier machen und am meisten Rewards euch abholen. Man muss auch hier zum Beispiel beachten, wenn man zum Beispiel bei Normal dann ist, wenn man Normal killt, dann bekommt man alles, also den Reward, den man schafft, mal 2.
was sehr, 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 sehr viel ausmacht. Abnormal passiert das. So, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Tipp. Und zwar kommen wir dort zu den Limited Tickets. Das sind diese Tickets, die ihr bekommen werdet. Werdet ihr am Anfang auch relativ gut bekommen. Ganz wichtig ist, spart euch die alle auf. Bis Woche 3. Wenn ihr Woche 3 seid, kommt ein Event bei euch auf dem Server. Das heißt Double Ship Event. Dort bekommt ihr, wenn ihr eine Beschwörung mit einer Karte macht, 2 Datenchips. Datenchips kann man einsetzen und sollt ihr einsetzen, ab dem Zeitpunkt dann, um zum Beispiel Gene Hybrids zu kaufen. Ihr könnt euch vorstellen, ein Gene Hybrid ist jeder beliebiger Champ, quasi jeder beliebiger SS-Champ. So, sagen wir mal, ihr möchtet, keine Ahnung, eure Jaina entwickeln. Dann könnt ihr ja entweder eine selbe Copy von ihr nehmen oder diesen Gene Hybrid. Den könnt ihr für jeden SSS-Champion benutzen als Evolutionsmaterial. Der ist sehr viel wert, sehr wichtig. Den versucht ihr euch immer im Exchange-Shop zu kaufen dann. Ja. Und dann nochmal ein ganz kleiner, wichtiger, aber auch wichtiger Tipp meiner Meinung nach. Joint sofort eine Gilde, die auf jeden Fall Level 3 mindestens erreicht hat. Wenn ihr eine Gilde Level 3 joint, könnt ihr mit der Gilde die Guildhunt starten. Und in der Guildhunt bekommt ihr auch jede Menge Juicy Rewards, vor allen Dingen diese Teile auch, Gene Breakthrough Course und die Gene Modules. Die könnt ihr dann wiederum hier in der Class-Technologie einsetzen. Dort könnt ihr dann eure Helden passiv quasi mit Stats versorgen. Da könnt ihr an Tanks, Vanguards, Assassinen, Summoner mit extra Stats versorgen. Zum Beispiel mit extra Attack, Crit Damage und. Dort habe ich dazu auch schon mal ein Video gemacht zur Class-Technologie. Wer sich das gerne angucken möchte, kann sich das gerne auch reinziehen. Das waren jetzt hier so ein erstes knackiges Video. Ganz schnell, zack, ein paar Tipps an die Hand zum Start vom Spiel. Ansonsten, ja, was soll man noch viel zu sagen? Ist ein geiles Game, geiles Idle-Game. Hat richtig coole Kampfanimationen. Ich zeige euch das mal einmal ganz kurz, einfach hier, wie der Kampf abläuft, falls ihr den Kampf noch nie einen Kampf gesehen habt. Es ist echt Zeitkampf, aber Ultimates könnt ihr das Spiel quasi kurz anhalten, wenn ihr auf den Ultimate drückt. Und den Ultimate selbst steuern. Ihr seht das hier, dann seht ihr auch die Bereiche, wo die Ultimates quasi Schaden machen. Alle anderen Skills, alle Common Skills und so weiter machen die Helden automatisch. Ihr könnt natürlich auch hier automatisch anmachen. Und dann machen eure Helden auch automatisch die Ultimates. Ja, das wollte ich euch noch kurz zeigen, falls ihr noch noch gar nichts von dem Game gesehen habt. Ja, in dem Sinne, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Haut ein Abo auf den Kanal raus und verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. Demnächst jetzt erstmal ein paar Beginner-Videos auch am Start. Peace. Euer Resign 1.